Tschu, da sind wir wieder. Hallih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 
Ach, Mist. Beide hätte ich meinen Hammer noch rausholen können. Ach, Rüdiger, mach deine Hose wieder zu. Entschuldigung. Was? Was hat er gesagt? Ja, Luna, damit musst du rechnen. Wenn ich mit Rüdiger hier sowas aufnehme, dann kommen ständig solche Sprüche an den Start. Okay. Gewisse Spannungen zwischen uns, ja. Ah. Spannungen. Spannungen, ja. Das ist auch meine Tinte. Hilfe! So, du wirst abgestempelt von mir. Ah, doch nicht. Holy smokes! Sehr gut, doch jemand erledigt. Wie hat der mich denn getroffen? Mozak. Oh mein Gott, was packt jemand Sprengler hin? Weg. Oh, das sieht ja ganz böse aus. Die sind gar nicht mal so übel. Ja, ganz, ganz böse aus. Die sind gar nicht mal so scheiße, ja. Du Spacko! Alter, das hätte ich nicht sagen dürfen, der hat mich gleich gekillt. Oh, da. Läuft prima, Fox. Oh shit, ey, die lassen mich hier nicht durch. Ach, ich hab's versucht, aber ich kam nicht durch. Okay, das Luna. Okay, Luna stürzt sich gleich ins Getümmel mit ihren Hai. Gut so. Und ich treff niemanden, toll. Wow. Da waren alle und ich treff niemanden. Der Hai ist eigentlich so gut, aber ich zieh ihn auch immer daneben. Also, es geht bei mir eigentlich, aber gerade nicht echt Pech gehabt. Die! Bitch! Ah, ich hab Octo erledigt. Zwei erledigt. Sehr gut. Einen erhöhten Punkt finden. Der Tinte abtauchen hilft dir gegen den Hammer nichts. Was? Ich dachte, das wäre der Geheimtrick. Wir packen hier unsere Haustiere aus. Ich meine Krabbenpanzer, Luna und ihren Hai. Dämlicher Pluviator. Ja. Komm schon! Nein! Mozak, mein erbitterter Erzfeind. Gestern war es ein anderer Typi, heute ist es der. Wow. Das ist eng. Okay, ja, die waren nicht so das gründlich bei sich. Boah, dafür, dass sie nicht so gründlich waren, das hat sich ausgezahlt. Weil sie in ihrer Base nicht gründlich waren, im Gegensatz zu uns. Sieht so aus, ja. Das hat's nochmal rausgerissen. Schön. Hey, ich bin ein Abschussassistent. Nett. Ui, toll. Erster Sieg des Tages. Ui, toll. Oh, das gibt immer so schön. Ja, vergib mir, wenn ich vor Freude nicht in die Luft springe. Ich hab's im Kreuz, weißt du? Also Luna müsste wissen, woraus das jetzt war. Ich weiß es gerade gar nicht. Du weißt aber bestimmt, wo das Ui toll herkommt, oder? Aber das weiß ich tatsächlich auch nur durch Lobara, weil sie das mal mir erzählt hat. Ich habe halt König der Loben. König der Loben. Löwen ewig nicht mehr gesehen, aber ja, ja, doch. Das war auch aus König der Löwen. Am selben Charakter wohlgemerkt. Ich mochte ihn. Muss ich schon sagen, ich mochte ihn irgendwie. Scar. Oh, wie das Long live the king. Jessica. Hui, na, wenn die... Oh, Picasso. Der kann bestimmt gut malen. Da müssen wir aufpassen. Ist ja ein Pinsel dabei? Sieht nicht danach aus. Nö, aber vielleicht den Roller. Wisst ihr eigentlich, was für ein Symbol die über dem Kopf haben? Manche haben irgendwie so Schnörkeleien über dem Kopf. Das habe ich mich auch gefragt. Da hatten wir gestern auch einen in der Aufnahme, wo ich mich gefragt habe, okay, was hat er da über seinem Namen für ein Zeichen? Wie kriegt man das her? Gute Frage. Also mit 100% im Storyboard hat es nichts zu tun anscheinend, weil das habt ihr irgendwie, glaube ich. Ja, da bin ich dabei, die 100% zu machen. Ich brauche jetzt nur noch in der letzten Welt die ganzen Welten an sich mit sämtlichen Waffen, die dort aufgelistet sind, nochmal zu machen und dann eben dieses Bonus-Level, von dem Keanu und Chaos da erzählt haben. Ich habe auch die ganze Map aufgedeckt, auch sämtliche Fundsachen gefunden soweit. Findet nur noch die Level. Kass hat auf jeden Fall nicht den Roller. Es ist so witzig, mit einem Hammer dem Rollertypen hinterher zu rennen. Guck mal, ich hab den größeren.
Ja. So ungefähr. Heute hatte ich wieder so einige Aufgaben im Story-Modus gemeistert, von dem ich mir denke, Alter, wie kann man bitte auf so eine krass übel bescheuerte Idee kommen, Nintendo, so einen schwierigen Scheiß zu machen? Was denn? Also der hatte gerade mehr Glück als Verstand, der kann mich unmöglich gesehen haben, der hat einfach mal dahin gezielt. Du hast nämlich ein Level im Story-Modus, den musst du in einem Rutsch schaffen. Weil du, das ganze Level besteht aus Surfschienen. Wenn du das in einen Rutsch nicht schaffst, dann kannst du das ganze Level nochmal machen. Ich hab's gewusst, so eine Octo-Expansion-Scheiße kommt dann auch noch. Ein Level habe ich davon schon fertig gemacht, aber... Das habe ich auch fertig, zum Glück, ey. Also, das hat mich halt so aufgeregt. Ich muss aber sagen, du hattest ja, glaube ich, drei Waffen da, mit denen du das Level immer jeweils machen musstest. Zwei von drei Waffen habe ich in einem Rutsch geschafft, aber eine, boah, da habe ich bestimmt mindestens fünf Versuche gebraucht. Oh. G und K, das ist doch auch so ein Clan. Ja, ich glaube auch, wir hatten gegen G und K Joris vorhin. Weil G und K, gegen die mussten wir auch schon in Splatoon 2 und wahrscheinlich auch schon gegen sie in Splatoon 1 schon kämpfen. Das ist überhaupt nicht meine Runde, sorry. Ich bin total schlecht. Oh, ich bin doch bei deren Basis. Hab mich vorbeigeschlichen. Ich wollte gerade sagen, ey, Luna, wie bist du da durchgekommen? Seite hoch. Es ist bestimmt ein Fehler, jetzt zu Luna zu springen. Natürlich war es ein Fehler. Da wartet eine Haftbombe auf mich. Ey, ich hab nur 669 Punkte gemacht. 69. Ich hab 1100 irgendwas. Alter, ey. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch 800 gekriegt habe, ich glaube nicht ganz. Muss aber echt sagen, Luna ist nicht schlecht ins Splatoon. Merkt man, eben hast du ja auch schon wahnsinnig viele Punkte gehabt, also schon ziemlich gut. Ich kämpfe nicht, ich färbe nur. Ja, so mache ich das auch tatsächlich. Ich kann überhaupt nicht ziehen, deshalb spiele ich eigentlich auch auf Pinsel. Aber mit der Waffe kann man so schön färben. Mhm. Ich bin halt so einer, der möchte sich halt auch wehren können, wenn da auf einmal so ein gegnerisches Teammitglied da kommt. Da kann ich so eine Waffe, die so nur am Streuen ist, kann ich da nicht gebrauchen. Ja. Mhm. Ah, noch ganz wenig bis zum maximalen Rang. So, komm, jetzt wollen wir hier aber mal Dreifachkampf hier. Oh, aber Jessica war auch nicht gut. Leider. Konzentrator. Ja, wenn man den Konzentrator spielt, dann muss man wenigstens auch den Gegner mal treffen. Das ist natürlich schon mies. Das ist jetzt schlecht gelaufen. Ich habe den ehrlich gesagt bei uns gar nicht gesehen. Nirgends. Nee, ich ehrlich gesagt auch. Der hat vielleicht irgendwo verschanzt auf der Brücke oder so. Keine Ahnung. Dann... Ich werde, das ist wieder die gleiche Map. Oh, bitte nicht. Oh, bitte. Los. Ja! Natürlich! Das ist Nintendo! Nintendo lässt uns nicht im Stich. Oh, hey, wir haben nochmal das Vergnügen. Mit Jessica. Hieß der eine gerade eben No-Name Guy? No-Name Guy, ja. Finde ich gut. Oh, hast du meinen Titel gesehen? Ich habe einfach Luna Blaster als Titel bekommen. Du bist eine Waffe? Scheinbar ja. Alter, da hat sie erstmal ihre eigene Waffe hier im Spiel und jetzt hat sie den auch noch als Titel. Sag mal, also, ich das ist großartig. Läuft bei dir, Luna. Dass du reinnehmen wollt, den Titel. Jetzt bin ich ein hundermüder Luna Blaster. Genau wie Looks Like Link einfach mal den L3 hat. Aber alle haben sie hier ihre ganz privat eigenen Waffen hier. Ja, obwohl, ich eigentlich auch. Es gibt ja den N-Zap. Es gibt den N-Zap, hast du recht. Es gibt den N-Zap. Ich habe so gesehen auch meine eigene Waffe. Ich finde das großartig. Mal gucken, dass ich hier irgendwie mal so ein bisschen vorankomme. Aber Ja. Wahnsinnigen Idioten hier. No-Name Guy ist das bestimmt. Kein Schwein kennt ihn.
Dafür wird er mich kennenlernen. Okay, die haben den besseren Sniper. Ha! Ich hab Jax. Was ist denn Jax Simus? Oder wie der heißt, gekillt. Den hab ich auch. Den hatte ich auch vorhin. Schleich mich versteckt, mal. Ich hab's genau gesehen. Komm raus. Mal rechts ran zu schleichen. Keine Ahnung, ob das funktionieren wird. Links. Da ist auch jemand. Oh, oh Gott, ey. Ich habe No Name Guy im Nahkampf besiegt, während er hier diesen Dreifachs Kanonenwerfer da hatte. Sie haben sich sehr schlampig bei sich eingefärbt. Ja, das vielleicht hilft uns das wieder. Ja. So wie im ersten Match. Da wo das war. Oh, oh shit! Fuck! Da kam ich nicht mehr aus der Tinte raus von denen. Und der No Name Guy hat mich abgeknallt. Ja, ich hab Jay erledigt. Gay! Oh, gay! Oh Mann, ey. Jetzt stand ich bei denen in der Base und hätte jetzt so schön mit meinem Krabbenpanzer losballern können. Oh Gott, die sind überall! Dann kommt Jay und killt mich. Er wollte sich rächen dafür, dass ich seinen Namen nicht richtig ausgesprochen habe. Ich komme auf beiden Seiten nicht durch hier gerade, das ist unglaublich. Haben auf jeden Fall den besseren Sniper als wir. Ja. Ja. Ich komme einfach nicht durch. Ha! Jack Simons habe ich wenigstens erledigt. Schade. Wieder alle ausgewiped worden. Hat gereicht? Oh ne. Nee, das haben wir verloren. Ja, ja. Oh, das war aber knapper, als ich dachte. Aber knapp, ja, weil sie nicht so gründlich waren wie wir. Ja, und auf unserer Seite haben sie nicht so wahnsinnig viel hingekriegt. Ja, also eher so mittig und bei sich halt. Sie haben halt die Mitte beherrscht, ja. Ja. Scheiße. Ja, alles gut. Hey, erster Abschuss, geil. Soll ich mich jetzt drüber freuen? Beliebtes Heal, nice. Ultimativer Spaßfan. Plus eins. Plus eins, ja. Luna hat noch eine 1 plus dafür bekommen. Auch noch. 1 plus mit Sternchen. Ah. Oh. Kann der Sniper-Typ mal rausgehen? Vielleicht, zufällig? Wäre schön, ja, sonst gehen wir raus. Voll der Disrespect. Aber wirklich.